Hi Leute, am 14. Mai ist Muttertag, also schon diesen Sonntag. Und ich kenne genau das Problem, dass man eben nicht so genau weiß, was man denn der Mama schenken könnte oder wie man ihr einfach eine Freude bereiten könnte. Und genau dabei möchte ich euch heute helfen, denn ich habe mir ein paar schöne, günstige Do-it-yourself-Muttertagsgeschenke überlegt, die, denke ich, jeder Mutter gefallen würden. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Vielleicht kennt ihr ja die Firmen, die solche Flowerboxen anbieten. Das kann verdammt teuer sein und deswegen habe ich mir heute gedacht, mache ich das einfach mal selber. Dafür braucht ihr natürlich Blumen, eine Box und eine Mülltüte. Die Mülltüte stülpt ihr in die Box hinein, damit ihr dann halt Wasser für die Blumen da reinfüllen könnt. Und dann braucht ihr einfach nur noch eure Blumen auf die richtige Länge zu schneiden. Und zwar so viel, dass so eben der Blütenkopf sozusagen hinausguckt. Und das habe ich dann mit allen meinen weißen Rosen hier gemacht. Und später habe ich dann noch ein paar pinke dazwischen getan, damit es einfach ein bisschen bunter aussieht. Hier und da habe ich das dann noch zurechtgezuppelt und tada, schon haben wir diese wunderschöne Flowerbox fertig. Und das ist auch wirklich ein richtig schönes Geschenk zum Muttertag und einfach mal eine andere Art und Weise, Blumen zu schenken. Weiter geht's mit Do-It-Yourself Lavendel-Badebomben und die sind sehr einfach zu machen. Dafür braucht ihr Speisestärke, Zitronensäure, Natron, dann so einen Lavendelduft, Kokosöl und Lebensmittelfarbe. Ich habe jetzt hier lilane genommen. Zunächst vermischt ihr einfach 100 Gramm Natron, 50 Gramm Zitronensäurepulver und 30 Gramm Maisstärke in einer Rührschüssel. Dann geben wir noch 30 Gramm Kokosöl in eine Schüssel und erhitzen das eben kurz in der Mikrowelle, damit wir das dann halt flüssig zu der trockenen Mischung hinzugeben können. Das Ganze müsst ihr gut verrühren und natürlich auch etwas Lebensmittelfarbe dazugeben, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, lila genommen. Und dann habe ich ein paar Tropfen von diesem Duftöl dazu getan. Das habe ich bei DM ganz einfach gefunden und alle anderen Zutaten im Rewe. Und jetzt müsst ihr einfach nur alles gut durchkneten mit den Händen und dann kleine Bälle aus der Masse formen. Die kleinen Badebomben solltet ihr auf jeden Fall so einen halben Tag trocknen lassen, damit einfach das Kokosöl wieder fest wird und die besser zusammenhaften. Und dann könnt ihr die zum Beispiel so wie ich in kleine Plastiktüten verpacken und dann habe ich noch ein Schleifchen drum gebunden. Und schon sind wir fertig mit dieser richtig schönen Do-It-Yourself Muttertags-Geschenkidee. Die dritte Geschenkidee ist ein Cupcake-Strauß und das ist mein persönlicher Favorit. Dafür benötigt ihr einfach Mini-Muffins. Ich habe jetzt hier einfach eine Fertigmischung genommen. Einen Styroporball, den gibt es zum Beispiel im Baumarkt, einen Blumentopf und Zahnstocher. Den Styroporball stecke ich oben auf den Blumentopf drauf und der sollte halt ungefähr so zu einem Drittel im Blumentopf verschwinden. Und dann nehme ich die einzelnen Muffins, die ich natürlich jetzt vorher schon gebacken habe, und stecke die mit meinen Zahnstochern in den Styroporball. Von unten nach oben bin ich vorgegangen, bis der komplette Styroporball voller Mini-Muffins ist. Die Muffins habe ich mit Cupcake Frosting jetzt verziert und das habe ich selber gemacht. Dafür müsst ihr einfach nur Frischkäse und Puderzucker zusammenmischen und dann könnt ihr das noch einfärben. Ich habe jetzt einmal rosa und einmal gelbes Frosting drauf gemacht. Und wenn ihr damit fertig seid, sieht einfach dieser Cupcake-Strauß wie ein richtiger Blumenstrauß aus und ich finde das so schön. Und das ist so eine tolle Idee und ich denke, da würde sich echt jeder drüber freuen. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was ihr denn eurer Mama zum Muttertag schenkt. Ich meine, es muss natürlich nicht immer etwas Materielles sein. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Gutschein oder Ähnliches verschenken. Aber wichtig ist dann, dass ihr den auch einlöst. Das ist nämlich immer so die Sache. Ich kenne das. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr eine der Do-It-Yourself-Ideen nachmacht. Und wenn ihr das tut, könnt ihr mich gerne wieder auf Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer drauf markieren. Dann kann ich eure Bilder liken. Und ich denke, über etwas Selbstgemachtes freut sich bestimmt jede Mama. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns mit einem ganz neuen, frischen Video ganz bald wieder. Ciao!